Oh shit, check diese Pose ab. Ist die nicht fresh? Warte. Oh yeah, jetzt seht ihr die freshe Hand. Sieht aus wie Sailor Moon. Katze im Karton. Jetzt, wo ich eure Aufmerksamkeit habe, willkommen zu meinem Ultra Ready neuen Video. So Leute, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, oh, wo bin ich denn hier gelandet? Ganz woanders, nämlich in meinem Schlafzimmer. Vielleicht zeige ich die Location, wo Kiko auch ihre Videos dreht. Sie muss nämlich gerade an meinem PC schneiden, deswegen bin ich hier. Ach ja, falls ihr so ein kleines Bonus haben wollt, hier ist so eine kleine Katze im Karton. Ich habe sie extra dahin positioniert, damit ihr sie sehen könnt. Unscharf. Am Schlafen. Hier ist wieder wunderschöne Katze. Da habe ich wieder eure Aufmerksamkeit. Okay, vielleicht sollte ich sie mal in Ruhe lassen, lieber. Habe ich euch schon willkommen zu meinem neuen Video gesagt? Hey, ich habe noch gar nicht meinen Namen gesagt. Mein Name ist Bao und willkommen zu meinem neuen Video. Ja Leute, die Woche war ziemlich busy, deswegen hatte ich kaum Zeit für ein richtig aufwendiges Video, wo wieder crazy Katzen durch die Luft fliegen, wie beim letzten Video. Worüber ich mich aber mega freue, dass das Feedback so cool war, auf jeden Fall. Arigato gozaimasu. Eye-Contact, Bao, Eye-Contact. Leute, irgendwie kriege ich das nicht so hin, dass ich die ganze Zeit mit euch Augenkontakt aufbaue, weil ich die ganze Zeit in die Kamera gucken muss und das ist noch ziemlich ungewohnt für mich. Gerade wenn es ums freie Sprechen geht, ist es ziemlich weird. Normalerweise schreibe ich mir vorher immer so ein paar Notizen auf und dann checke ich so, wie sage ich das? Okay, so sage ich das. Kamera an, nimm auf. Perfekt. Okay, da das jetzt mit einem 50 Millionen Jahre langen Intro geklärt ist, kommen wir zum eigentlichen Thema des Videos, nämlich Product Placements. Was Product Placements oder Produktplatzierung ist, weiß ja wahrscheinlich jeder von euch. Oh, war das zu offensichtlich? Mit Product Placements sind natürlich nicht Momente in den Videos gemeint, wo einfach so Produkte auftauchen, sondern wenn Leute dafür bezahlt werden, dass sie halt Produkte platzieren. Habe ich gerade das Wort, was ich beschreiben wollte, mit dem Wort beschrieben? Ihr versteht schon, was ich meine. Ihr versteht schon, was ich meine. Gefühlt hasst jeder Product Placements dabei. Sind die gar nicht so schlimm? Kaufe jetzt das Julian Bam Kendama und nichts anderes. Nice. Money. Natürlich kann ich irgendwo nachvollziehen, warum Product Placements so einen schlechten Ruf haben. Ich meine, ich für meinen Teil habe auch einige Punkte, die ich halt super nervig finde, wenn YouTuber Product Placements machen. Was mich nerven würde? Wenn die Leute nicht so ganz hinter dem Produkt stehen, für das sie das Placement machen. Ich weiß nicht, ob das so oft passiert, aber bestimmt hat jemand das schon mal gemacht. Bestimmt haben es so einige Leute schon mal gemacht. Verzweifelst du auch bei der Lösungssuche? Und rennen alle vor dir weg, trotz der krassen Dance-Moves? Kein Problem mit der App Bang. Die Partnerbörse für Singles. Das zweite, was mich halt nerven würde, ist, wenn Produkte halt mega unkreativ eingebunden werden. Nice! Oh shit! Oh, oh, oh. Hey Leute, heute im Video werde ich jemanden pranken und ich glaube, das wird kein Problem. Bist du nicht allergisch gegen Oreo-Kekse? Oh! Oh shit! Das sind nur zwei von vielen Gründen, warum Placements so krass gehatet werden, aber gerade die kann ich so krass nachvollziehen. Auf jeden Fall werden Placements nicht immer gehatet, das sehe ich gerade auf unserem Channel Noobtown Monkeys. Da haben wir so einige Placements gemacht und die kommen einfach super gut an, weil wir einfach ultra viel da reinstecken. Und natürlich wird es auch gehatet, wenn es nicht gekennzeichnet wird, aber wisst ihr was? Ich glaube einfach, dass die Leute nicht bezahlt werden, sondern einfach das zeigen wollen, was sie mögen und nutzen. Ich komme mir vor wie so ein strenger Lehrer. Ich meine, es ist doch offensichtlich keine Werbung, oder? Oh, nice, noch mehr Money! Aber in Wirklichkeit ist es ja einfach so, man kann die Marken einfach nicht verdecken, weil es einfach so viele sind. Ich zeige in meinen Videos auch so oft meine unglaublich sportlichen Puma Suits. Komfortabel und bequem bis in die Fußspitzen. Sponsort mich endlich! Apropos Product Placement, meine Freundin hat ihr erstes Product Placement auf ihrem Channel hochgeladen. Checkt's mal ab, es ist auf jeden Fall ein super witziges Video geworden. Und es war auch super aufwendig, John Z und ich haben uns zusammengetan, um es zu verwirklichen. Schaut es euch auf jeden Fall an. Ansonsten hoffe ich, dass das Video nicht zu langweilig und zu kurz geworden ist und dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Wir sehen uns nächsten Samstag.